Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aquapainter, aka Uli. Ja, worum geht's heute? Heute mal ein Update zur Anlage. Ich bin jetzt langsam, aber sicher in einer Phase drin, wo viel Kleinkram zu tun ist oder eben Dinge, die aufhalten. Wie zum Beispiel die Grundierung der Strecke, was wir jetzt gerade im Hintergrund sehen. Ich habe mir also jetzt die Mühe gemacht, die Arbeit gemacht und alle Strecken, die später in den sichtbaren Bereich der Platte sein können. Ich meine, wer meine Videos guckt, ihr wisst, ich baue ja erstmal nur einen Teil meiner Strecke, den hinteren Teil, wo ich später mal schlecht rankomme, wenn ich vorne arbeite. Aber nur mal ganz kurz dazu. Ja, alle sichtbaren Stellen, die bekommen jetzt eine Grundierung mit Acrylfarbe, mit schwarzer Acrylfarbe. Es wird ja sowieso, die Gleise werden geschottert, die Gleise werden gealtert, also mit Airbrush angespritzt und so weiter und so fort. Aber damit eben nicht später mal der olle Kork dann durchleuchtet, habe ich jetzt alles erstmal fein säuberlich grundiert. Man sieht es hier schön auf dem Bild, dass die Untergrundbeleuchtung ist an, die Wartungsbeleuchtung sozusagen. Und oben ist jetzt alles schwarz. Ja, ganz einfach, weil sowieso die Steampunk-Anlage, die ich baue, ja sowieso diesen Industrietouch haben soll, wie ich es in den ersten Videos erwähnt habe, das im Grunde genommen, als wenn es den Steampunk heute noch geben würde, wie ich mir das vorstelle, mit Industrie, mit Dreck, mit Staub, mit was weiß ich für Kram alles. Aber auch viel mit Beleuchtung und Licht, das war ja, wenn man so ein bisschen zurückdenkt, als das so die Ära war, war ja alles ein bisschen verrückt irgendwie aus heutiger Sicht. Und das versuche ich ein bisschen einzufangen, aber wie gesagt, als wenn es das heute noch geben würde. Hier bin ich jetzt gerade dabei, mir den Hintergrund für die obere kleine Streckenführung, das ist ja wirklich bloß 5 cm oben, wo das Gleis da drauf liegt, mir ein bisschen zu gestalten und ich versuche da eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, eine gewisse Tiefe reinzubekommen, obwohl es ja nur 5 cm oben ist, wie man das da im Hintergrund sehen kann. Also habe ich mir dann eben so die Gebäude fertig gemacht und auch so, ja, ich sag mal so 2-3 mm vor den Hintergrund nochmal rangesetzt, so dass da irgendwo eine gewisse Tiefe entsteht und habe auch da nochmal dahinter nochmal Gebäude gesetzt, die dann fast direkt an der Wand anliegen. Also so ein kleines bisschen dreidimensionalen optische Täuschung reinzubekommen und direkt davor, das kommen wir nachher noch drauf, kommen dann sogenannte, hier haben wir es jetzt schon, Halbgebäude. Die sind also so 4-5 mm maximal stark, kommen nochmal direkt davor. Und da versuche ich natürlich Beleuchtung reinzubringen. Deswegen hier Halbgebäude mit Licht. Habe das alles doppelt ausgedruckt, habe das auch geschwärzt von innen, habe Strom reingebracht, habe oben meine LEDs reingemacht. Und habe da so sozusagen diese ganz flachen Gebäude, die dann nochmal an diesem Hintergrund rankommen und das Ganze noch ein bisschen verstärken sollen, davor gebracht. Hier sehen wir jetzt gerade den weißen Hintergrund vor so einem halben Halbgebäude. Ich kann ja nicht jetzt die Lampe direkt hinter die Fenster machen. Ihr habt ja vielleicht gesehen, dass ich die ganz oben angebracht habe. Und die scheint nach hinten auf dem weißen Hintergrund, den ich da rangeklebt habe. Und reflektiert das Licht dann in die Scheiben rein. Und weil das eben so durchgeschieden hat, wie wir jetzt hier auch dann gleich jetzt nochmal sehen werden, hier ist es jetzt, nachdem ich es geschwärzt hatte, also jetzt leuchtet kaum noch Licht hinten durch. Das ist wirklich ganz, ganz minimal. Und das war natürlich vorher, da war die weiße Pappe, das ist ja 200 Gramm Papier, was ich da verwendet habe, das hat das Licht durchgelassen. Und dann habe ich ein bisschen Sorge gehabt, wenn das dann vor den Hintergrund geklebt wird, dass neben den Gebäuden die Ritzen, das alles so hell ist und dann an dem Gebäude vorbeischein. Deswegen habe ich das hinten komplett schwarz gemacht, sodass wirklich das Licht nur vorne rauskommt. Dann habe ich mir gedacht, ich habe so kleine Laternchen mir mal gekauft. Oder nicht Laternchen, sondern so Straßenlampen hier, Straßenlaternen. Die sehen ja ein bisschen moderner aus, aber wie gesagt, ich mache ja keine Anlage von 1890 oder sowas, sondern es soll eben wirklich im Stand heute sein. Also da können ruhig modernere Komponenten mal mit drin sein. Und hier sehen wir schon die Stellprobe, die wollte ich sozusagen so stellen, als wenn die vor der Fabrik
stehen würden. So war jetzt mein Gedanke. Ich habe die also noch ein bisschen kleiner gemacht, als sie im Originalmaßstab waren, sodass sie noch ein bisschen weiter hinten stehend wirken sollen. Man sieht es jetzt hier, ich habe die Lampen unten bestimmt noch mal einen Zentimeter umgebogen, wo die Drähte da rauskommen, sodass die eben noch mal kürzer wirken. So als wenn die wirklich mehr noch im Hintergrund sind, als überhaupt möglich ist. Ja, der ganze Fummelkram, ich wollte jetzt erst direkt in die Platte reinbohren, das ging überhaupt nicht. Deswegen habe ich mich dann für diese kleine Holzleiste hier entschieden und ich denke mal, das Ganze passt irgendwo. Ja, Freunde, das war ein Update zu heute. Hier nochmal die Lampen im Betrieb. Gleich stelle ich sie oben auf die Platte und dann... Sehr kurzes Video. Wie gesagt, ich habe da stundenlang dran gesessen, auch wenn man es nicht sieht. Aber ich denke, das Ergebnis, das spricht ja irgendwo für sich. Weil da kommt dann nachher noch ein Bahnhof links davon hier mit hin, von diesem Werksgebäude. Rechts kommen auch noch Gebäude. Da kommen wir noch dazu. Weil ich mache ja dann mit Airbrush den Hintergrund erstmal noch jetzt die Tage fertig. Und dann geht es ein bisschen diese 5 cm nach vorne weiter, wieder die Gebäude, die nochmal rechts kommen von den Lampen, die sind schon in Arbeit. Und da wird als nächstes, also hier jetzt im rechten, im dunklen Bereich, da kommt dann noch ein bisschen was hin. Bevor es dann irgendwann an die Gleise rangeht, bevor es dann in das Einschottern geht, in die Landschaft geht, die Holzleiste wird ja da hinten verschwinden, habe ich ja schon beschrieben. Die sieht man später nicht mehr, sodass bloß die Lampen nach Hause gehen. Die Sockel der Lampen, die sind noch hochgeschoben, weil die sollen dann später natürlich dann nach unten gedrückt werden. Aber das kommt in dem nächsten Video. Ich danke dir erstmal, dass du zugeschaut hast. Das waren kurze 6 Minuten, aber wie gesagt, die Arbeit war wesentlich größer. Ich hoffe, dir hat es trotzdem Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Video. Es grüßt dich ganz lieb, dein Aquapenta aka Uli. Mach's schön gut. Tschüssi.